Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Jawohl. Jetzt gibt es erstmal Essen für den kleinen Jake, okay. Bei den beiden weiß ich immer noch nicht, wer wer ist, weil die sich eh optisch recht ähnlich sehen. Und, oh, Akira ist auch noch da. Okay, alles klar. So, Kind stinkt, Stuhl stinkt. Ist doch eine super Kombination. Also werden wir den Kleinen dann auf jeden Fall gleich mal in die Wanne stecken. So, außerdem wollte ich mal erwähnt haben, Sims 3 geht auch bald wieder los. Und das dauert nicht lange. Das habe ich die Tage noch nicht gemacht, weil ich ja das letzte Mal am Stück aufgenommen habe. Und da war das halt, da hätte ich das Spiel wechseln müssen. Ach naja, was auch immer. So, auf jeden Fall geht das bald wieder los. Im Schaumbad baden. Los, bade dein Kind mal. Außerdem habt ihr gesagt, ihr seid einstimmig dafür, dass wir einen Gärtner einstellen, damit die Niki weniger Zeit im Garten verbringt, beziehungsweise sie ist ja auch meistens schwanger und das ist ja auch nicht gerade, ja, gerecht, für eine Schwangere sich im Garten krumm zu buckeln. So, okay. Dann gibt es noch eine kleine quasi Überraschung. Ihr fragt ja ganz oft danach, wann wieder der nächste Stream kommt. Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Die Woche habe ich Spätschicht, sonst wäre sicher schon einer gekommen. Aber der nächste Stream ist geplant für den Montag, den 1. Mai. Da kommen aber noch genauere Ankündigungen. Dieser Stream wird dann auch angekündigt. Also ihr seht das dann in eurer Abo-Box. Und dieser Stream wird ein besonderer Stream. Ich will mich noch nicht auf den Montag festlegen, aber höchstwahrscheinlich wird es so werden. Und in diesen Stream werde ich nicht alleine machen. Diesen Stream werde ich zusammen mit einer anderen YouTuberin machen. Und dieser Stream, den wird quasi nicht ich spielen, den wird sie spielen. Sie wird bauen. Wir haben schon ein echt cooles Thema rausgesucht. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, ja, das habe ich so noch nicht gesehen. Und was geht mit dir? Also das habe ich so noch, jetzt geht es ihm ganz gut. Akira geht ab. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Du kannst jetzt mal bitte den Gärtner anrufen. Und das ist wirklich etwas, also es wird auf jeden Fall ein Gemeinschaftsgrundstück. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen, weil wir müssen uns ja selbst auch nochmal bequatschen, wie und was und wie wir das machen. Und wenn das dann alles fest ist, dann veröffentlichen wir die Stream-Ankündigung dafür. Und quasi sie wird bei sich bauen. Ich werde ihr mit meinen Ratschlägen versuchen, tatkräftig zur Seite zu stehen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das was richtig Cooles wird. Aber ich gehe davon aus, weil ihr Baukönnen ist echt schon der Wahnsinn, sagen wir mal so. Okay, so, einladen. Nee. Dienste anrufen hätte ich gern. Hier. Service engagieren und dann hätten wir den Gärtner. Weil, wie gesagt, ihr wart einstimmig dafür. Und jetzt machen wir das. Wir rufen den Gärtner zu uns. Wie gesagt, Garten nicht schwangerenfreundlich und da können wir halt der Niki einfach mal ein bisschen unter die Arme greifen, was das angeht. Und dann passt das. So, und dann habe ich gerade gesehen, wir haben noch Rechnungen. So, also der Stream, sie spielt auf ihren Laptop, überträgt den Stream bei sich. Ihr könnt den Stream aber auch bei mir im Kanal schauen. Also quasi, ihr könnt ihn auf beiden Kanälen sehen. Wenn wir das alles so hinkriegen, wie wir es uns vorstellen. So, okay. Hast du jetzt die Rechnung bezahlt? Mädchen, du sollst doch bitte mal die Rechnung bezahlen, sonst sitzen wir hier bei Zeiten ohne Strom. Das geht nicht. So. Okay, der Garten. Hier gibt es einiges zu ernten, zum Weiterentwickeln. Ja, da werden wir halt nicht vorbeikommen, aber wir brauchen uns halt nicht mehr um die Pflanzen kümmern, im Sinne von jeden mit Pflanzen sprechen und gießen und das und gegen Käfer einsprühen. Das fällt dann komplett weg. Das macht alles der Gärtner. Wir gehen erstmal ein bisschen ernten. Wir könnten ja rein theoretisch die Pflanzen auch mal wieder ein bisschen düngen, damit die schneller groß werden, damit wir schneller mehr Geld bekommen und dann passt das auch wieder. So.
Also zu ernten gibt es hier auf jeden Fall schon einiges, so wie es aussieht. Hier, die Büsche hängen voll, das war auch gut. Wir können ja mal gucken. 14. Ach so, genau, traurige magische Bohne. Das ist ja dieses Event mit den Pflanzen-Sims. Und, warte mal, wir werden mal weiterentwickeln. Du kannst nicht, du kannst auch nicht. Ich weiß nicht, ist das jetzt, bekommen wir die Bohnen von dem anderen Sim, in welcher Stimmung dieser ist? Das wäre natürlich sehr interessant. Also quasi, dass wir den, wenn wir zum Beispiel, wir kamen ja jetzt traurig, dass dieser Sim im Moment gerade traurig war. Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Und dass wir, wenn wir zum Beispiel eine wütende Bohne haben wollen, dass wir den anderen Sim erst wütend machen müssen. Da müsste ich mich echt mal irgendwie noch belesen. So, was machen denn unsere anderen Kinder? Kannst du ihn mal bitten, das Puppenhaus. Oh, was ist denn jetzt? Ist das der Flohmarkt? Ah, krasse Späße, schräger Humor. Ich würde sagen, wie fit ist die Niki? Sehr schön, ab zum Festival. Und dann, wie nehmen wir den mit? Dean, Tetsu. Oh, hier ein Pflanzensim. Das wird interessant. Das wird so verdammt interessant. Oh mein Gott. Wir gehen mit einem Pflanzensim zum krasse Späße, schräger Humor Festival. Ich habe jetzt natürlich vor, ich weiß nicht, ob der jetzt grün bleibt, dieser Sim. Oder ob sich das, ja, ob das, na mal schauen. Auf jeden Fall, man könnte es ja mal probieren, dass er dann, wir sind ja jetzt blöderweise schon schwanger, aber ist doch gut. Und man könnte es ja mal probieren, dass dieser Sim der Vater der nächsten Kinder wird. Und dann würde ich, dann bin ich echt wirklich gespannt. Ach, siehste. Nee, und schon ist er wieder weg. Und schon ist er wieder weg. Na super. Ah, also hat sich schon ausgesimst, was das angeht. Okay, wir gehen. Gehen wir zu den Spaßvögeln oder zu Witzbolden? Ich glaube, wir gehen mal auf die helle Seite der Macht. Jawohl. So, sie ist auf unserer Seite. Das ist gut. Sie ist auf der anderen Seite. Okay. Anissa Heck. Ich finde den Namen voll schön. Ich weiß nicht warum. Okay, auf geht's. Trink, Niki, trink. Wow, das ist cool. Ein Bienchen. Noch ein Bienchen. Okay, so, und dann werden wir uns sie gleich mal vor. Oh nein, was geht denn hier? Angekohlte Hintern. Na, wenigstens hat es den richtigen getroffen. Bjergsen. Ich mag Bjergsens nicht. Die Pjerksen sind auf der gegnerischen Seite. Sehr schön. Okay, dann können wir gleich mal hier freundlich. Mehr Auswahl. Nee, warte mal. Wir müssen zu lustig. Sarkastische Bemerkungen über Voodoo machen. Ich mag die Pjerksens nicht. Ich weiß nicht warum. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, die auf der gegnerischen Seite sind. Die gilt es zu bespaßen und Punkte zu holen. Witzbolde liegen. Ah, das geht gar nicht. Wir sind bei den Spaßvögeln. Die Witzbolde liegen in Führung. Wo ist denn unsere Niki? Da. Alles. Ach, hier, hier. Bjergsen ist auch hier. Jetzt geht meine Kamera schon wieder nicht. Glaubst du es? Jetzt geht das wieder nicht. Warte mal. Einen Moment. Ich glaub's nicht. Ich fass es nicht. Also wieder. Also wieder diese Kamera. Und, okay. So. Wir brauchen wieder lustige Aktionen, Witzbolde imitieren und dann müssen wir jetzt einfach mal ganz krass aufholen. Witzbolde zum Spaß pieksen. Jawohl. Er ist auf unserer Seite. So, und dann hoffe ich ja mal, dass wir dann bald in Führung liegen, weil die Prämie, die wir dafür bekommen, die, wenn wir gewinnen, die ist schon echt krass, die ist echt cool.
Vor allem allein die Voodoo-Puppe, also ich glaube, wir bekommen 500 Simoleons und allein die Voodoo-Puppe können wir für 900 Simoleons verkaufen. Hallo, Pjaxen, bleib hier. Ich muss dich missbrauchen für lustige Späße. Unfug. Nee, das haben wir nicht. Unfug und, ja, genau, sarkastische Bemerkung. Ist ja egal, dass wir jetzt immer dasselbe machen. Hauptsache, wir machen irgendwas, was mit diesem Zelt hier davor. Würstchenpantomime. Was ist bitte Würstchenpantomime? Das interessiert mich jetzt auch mal. Okay. Ach nee, das ist noch nicht die Würstchenpantomime. Ich weiß noch damals, wie ich das erste Mal bei dem Festival war, wollte ich mir die Voodoo-Puppe kaufen. Aber ich hatte das Geld nicht dafür. Das war total mies, fand ich. Ich war so fixiert auf diese Voodoo-Puppe und dann habe ich erstmal geschnallt, dass man die auch bei dem Festival gewinnen kann. Das war voll lustig. Witzbolde imitieren. Wir müssen jetzt einfach mal hier ganz krass nachlegen. Niki. Witzbolde zum Spaß pieksen. Und, Level 8 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Niki kann jetzt am Mikrofon bzw. am Computer komponieren und lange Comedy-Auftritte vorführen. Das haben wir noch gar nicht gemacht, sowas. Das muss ich mir mal merken. So. Okay, lustig. Haben wir jetzt mal irgendwas Neues, sarkastische Bemerkungen über Voodoo machen? Jetzt hat sie so eine Voodoo-Puppe. Wir können uns ja auch mal jemand anderes vornehmen. Ah, guck mal hier, die zum Beispiel. Anissa Heck. Ach ja, genau. Die Anissa war ja. Das wussten wir ja. Okay, gehen wir mal zu ihr. Wir können ja mal mit ihr ein bisschen rumfunkeln, verrückt und so. Und dann. Ach ja, gut. Sehr schön. Die Spaßvögel liegen mit 4 in Führung. Jawohl! So gefällt uns das. So gefällt uns das. Wir müssen auf jeden Fall mal auch einen Bowlingabend machen. Ich werde demnächst mal in der Stadt eine Bowlingbahn platzieren, die mir gefällt. Weil das haben wir auch noch. Ich habe da wirklich noch gar nicht reingeguckt. Das, stellt euch das mal vor. Noch absolut gar nicht. Ist das nicht verrückt? Wer bist denn du? Ah, die Caliente. Die Calientes leben in dieser Nachbarschaft noch. Katrina. Ah, ich dachte mal, die heißt Katharina. Die heißt nur Katrina, okay. Hier ist auch noch eine der Gegnerinnen. Die kennen wir noch gar nicht. Freundlich vorstellen. Okay, machen wir mal. Oh, ich will immer. Oh Mann, ich vergesse immer, dass wir auf der anderen Kamera sind. Das ist aber auch echt mies. Das ging auch im letzten Part ab der Mitte ungefähr los, dass es nicht mehr ging. Ich verhungere. Sollen wir uns ein Mittagessen im Restaurant Piratenschiff holen? Abel, wir sind leider gerade ein bisschen beschäftigt. Von dir haben wir leider auch schon ein Baby. Sonst hätte ich natürlich ja gesagt. Aber ich glaube, wir müssen auch bis zum Ende des Festivals bleiben, um unsere Belohnung zu bekommen. Und ja, von daher. Wow. Was hast du für eine Nase? Jawohl! Zu Ende? Nee. Ach so. Da hat jemand ein Feuerwerk gezündet. Die Spaßvögel liegen mit 5 in Führung. Sehr schön. Haben wir Feuerwerk dabei? Nee, okay, wir müssen erst welches gewinnen. Schade. Sonst hätte ich gesagt, können wir ja auch mal welches zünden. Hallo, Jack? Was hast denn du da an? Das habe ich dir definitiv nicht angezogen. So, okay, wen hatten wir jetzt? Bezaubernd vorstellen. Anissa Heck. Wow, sie hat eine dunkle Seite. Jedenfalls sieht sie so aus. Sarkastische Bemerkungen über Voodoo, Würstchenpa. Oh, das hatten wir alle schon 5-mal. Aber naja, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir. Ups, ups, ups. Entschuldigung, die Steuerung ist echt mies, die Sims 4-Kamera. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir echt ein bisschen Gas geben. So. Und. Das hatte ich ihr auch nicht angezogen. Das ist übrigens mein Self-Sim, ne? Ich kann ihn euch mal zeigen. Das ist mein Self-Sim. Boah, diese Steuerung. So sieht er aus. Das habe ich ihr aber außerdem aber nicht angezogen. Ich finde, sie ist ganz gut gelungen. Okay, ich denke, das reicht um Gewinn.
zu gewinnen. Warte mal, herzlichen Glückwunsch, Niki hat die ersten Schritte ihrer kulinarischen Reise durch die Stadt zurückgelegt. In der Stadt verzehrte Speisen können später... Ah, alles klar, es warten noch 26 weitere Rezepte auf dich. Mach dich auf den Weg, um die Gerichte zu probieren. Alles klar, die Spaßvögel liegen nur noch mit 3 in Führung, das geht nicht. Anissa ist mir sympathisch, ich weiß nicht warum. Dann müssen wir halt nochmal unseren Vorsprung ausbauen. Oh nein, sie geht. Sie geht. Sie geht. Okay, sie hat noch eine lilane Aura. Und deswegen werden wir uns jetzt mal bei ihr vorstellen. Hi. Wollte ich nur mal sagen. Hi. sarkastische... also diese Interaktionen sind wirklich ein bisschen wenig, finde ich. Das ist ein bisschen mies. Warte! War das da eben... Das dürfte interessant werden. Der sieht doch gerade hier... Das ist doch ein... Das ist doch, glaube ich, ein Vampir. Jawohl! Sehr schön! Was? Ah, die Voodoo-Puppe gibt es nur, wenn wir bei den Witzbolden sind. Ach, verdammt! Naja, gut, okay. Ich bin auf derselben Seite. Sehr cool. Warte mal, du bist doch ein Vampir. Bist du ein Vampir? Freundlich. Nach Karrierefragen. Ich möchte... Mit dem möchte ich bitte gerne mal irgendwie... den möchte ich mal kennenlernen. Das dürfte interessant werden. Das dürfte echt interessant werden. Der mag uns nur leider absolut nicht. Freundlich. Angst vor Vampiren zu geben. Vielleicht stimmt ihn das ja positiv. Nee, nee. Ich glaube, der kann uns absolut nicht. Wir könnten das ja generell mal machen, dass wir irgendwie in die Vampirstadt fahren. Das wäre natürlich auch eine super Idee, oder? So, jetzt möchte ich mal wissen, jetzt haben wir Feuerwerk. In Welt platzieren und anzünden. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen rumzündeln. Katharina, geh weg! Sonst hast du einen verkohlten Po. Und? Und? Oh, sie geht weg. Warte mal. Nichts passiert? War das eine Fehlzündung oder was? Das können wir nicht. Okay, schade. Wow, das geht ja hoch. Das hätte ich... Wie, das war's? Das war's? Das war ja ganz schön mies. Okay, das nächste. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle gesehen. Oder jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir alles gesehen haben. Ah, das ist ein Bienchen. Alles klar. Die Dinger mag ich. Blub. Super, weg war's. Okay, probieren wir mal das noch. Und? Du bist ein Vampir. Nichts passiert. Sowas. Siehst du, ich sag ja, das ist ein Vampir. Schade, dass der uns nicht leiden kann. Wir sollten uns echt mal aufmachen dazu, nach Sleepy Hollow, wollte ich gerade sagen. Oh, Forgotten Hollow. Und einen Vampir kennenlernen. Bumm. Oh, das ist verdammt cool. Ich mag Feuerwerk. Wenn es nicht so laut knallen würde. Ich habe da... Oh, das finde ich furchtbar. So, die... Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin eher der Typ, der so kleine Bienchen und sowas schmeißt und diese Knallerbsen. Ich mag dieses laute Knallen absolut gar nicht. Okay, ich glaube, wir sollten wieder nach Hause gehen. Weg war er. Wir sollten wieder nach Hause gehen und dann sollten wir uns vielleicht einen anderen Tag mal vornehmen, in die Vampirstadt zu fahren, Forgotten Hollow. So, jetzt müssen wir das Bild noch zu Ende ausgeben. Okay, ich sollte aufhören. Ich sollte aufhören. Wir müssen das Bild jetzt noch zu Ende malen, weil jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben. Oh Mann. Ah, furchtbar. So ist das, wenn die Zunge nicht hinterherkommt beim Sprechen. So, das werden wir auch noch verkaufen. Und dann sind wir gleich mal, ja, einiges reicher.
Das restliche Feuerwerk verkaufe ich auch mal, weil das bringt doch schon ganz gut Geld. Könnten wir rein theoretisch die Dinger auch verkaufen? 10 Simoleons, okay, das ist nicht viel. Das wird ein echt cooles Porträt, sehe ich gerade. Das wird ein echt cooles Porträt. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja einen Daumen nach oben da lassen oder ein sinnvolles Kommentar. Das wäre nett. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne auch den Kanal abonnieren. Das würde mich natürlich freuen. Wow, das ist echt schön, das Bild. Und ja, dann hoffe ich mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.